Hallo liebe Modellbahnfreunde, hier ist wieder euer Aqua Panther aka Uli. Und zwar geht es heute um Weichen. Weichentheorie und Praxis. Nee, das wird keine Lehrstunde hier oder sowas. Sondern Versuch macht klug, wenn ich es mal so nennen darf. Ich hatte es ja letzte Woche schon gesagt, wir sehen sie auf den Bildern gerade hier. Da hatte ich ja den Weichenantrieb da auf die Seite gesetzt. Und beschäftige mich hier natürlich jetzt mit dem Einbau. Hab mir hier so ein Klötzchen gebaut, wo ein Führungsröhrchen durchgeht, wo ich das alles da unten schön gangbar gemacht habe. Hier bewegt sich das Messingröhrchen noch durch das Holz durch. Das werde ich natürlich verkleben. Das bleibt nicht so, ist klar. Und da hinten ist der angeschraubte Weichenantrieb. Ja, hier habe ich es schon verklebt. Hier habe ich auch das Klötzchen bereits angeklebt unten drunter. Dann das Messingrohr. Okay, da war die Reihenfolge vielleicht ein bisschen durcheinander gerade, aber das denke ich mal, ist erstmal relativ egal. Nein, ich hätte es glaube ich nochmal gelöst, ach, ich weiß gar nicht mehr. Ist egal, jedenfalls habe ich hier das Messingröhrchen natürlich noch mit Sekundenkleber in das Holz reingeklebt und habe das Holz dann ausgerichtet, sodass der Federstahl da unten drin dann auch die richtige Stellung hat zum eigentlichen Antrieb, den wir ja in Video Nummer 7 gemacht haben. Das Video besteht heute übrigens aus zwei Teilen. Einmal geht es hier um die Weiche, wie ich das jetzt hier, mit diesem Versuch macht klug Ding angebracht habe. Wir werden gleich sehen, worum es geht. Und im zweiten Teil werden wir uns mal der zweiten Weiche widmen, wie ich das praktisch gemacht habe. Ich werde später sowieso noch mal ein ganz eigenen Teil dazu aufnehmen, wie ich das generell löse mit den Weichen. Aber hier mal schon im Vorab dazu, da werden wahrscheinlich sicherlich der eine oder andere Part mit reinkommen. Wenn ich heute ein bisschen komisch klinge von der Stimme, entschuldigt das bitte mal ein bisschen. Ich habe eine belegte Stimme, ich kann es jetzt wirklich nicht ändern. Ich habe schon das Mikro ein bisschen lauter gemacht. So, ich hoffe, das wird nicht übersteuern hier oder sowas. Gut, jetzt knipse ich den Federstahl ab, habe das abgemessen grob. So, und dann knicke ich das dann mit einer Spitzzange, manche sagen Schnabelzange dazu, das dann ab, um das dann durch ein von mir gebohrtes Loch in diesem Weichenantrieb dann durchzustecken. So, knick und rum, durchfummeln. Das ist also ein Federdraht, der hat, glaube ich, 0,8 mm, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe natürlich nachher noch ein bisschen mit kleineren gearbeitet, aber hier erstmal mit den 0,8. Der eigentliche Antrieb nach oben, der ist noch feiner, der ist mit 0,4, habe ich aber glaube ich auch im letzten Video schon erwähnt. So, jetzt den Draht darunter gelegt und dann eine Führung noch gebaut, damit der Draht sich nicht verbiegt, damit er schön gerade bleibt. Das ist das eine Problem nämlich gewesen, dass man auf der Länge hin von diesem Schaltdraht, dass der sich einfach verbogen hat. Ja, da sehen wir das Holzklötzchen dazwischen, das, was den Draht im Grunde genommen führt. Und hier sehen wir, das funktioniert eigentlich ganz prächtig. Ja, wenn man, sobald man den Antrieb auch manuell bewegt, klappt das super. Ja, hier sehen wir die Version 2.0. Der Antrieb sitzt nicht mehr da, wo er vorher saß. Der ist jetzt wesentlich näher herangeholt worden. Und zwar war es so, durch die ganzen Führungsdinge. Hier sieht man noch übrigens oben im Originalvideo die alte Position und unten rechts habe ich es mal eingeblendet, die neue Position von diesem Antrieb. Also wesentlich näher dran und im Grunde genommen sitzt das da, wo jetzt wo das Klötzchen ist eigentlich. Naja, ist egal. Jedenfalls habe ich es dann umgebaut und also wesentlich näher herangezogen, weil durch die Führung und den Messing und durch das Holzklötzchen lief das von manuell super. Also wirklich astrein, butterweich, kein Problem. Ja, der Weichenantrieb hat es nicht geschafft. Der hat es einfach nicht wirklich gepackt. Nun hatte ich auch an diesem Messingröhrchen noch ein kleines bisschen gebogen, um die Position wirklich exakt hinzubekommen. Und dann war es natürlich aus, weil der Federdraht hat dann natürlich nur noch gerieben. Also der will ja immer gerade bleiben, ist ja ein Federdraht halt, ne? Und wenn ich das Messingröhrchen ein kleines bisschen nur biege, da reicht wirklich ein Millimeter, schon ist das richtig dick drin und man kann das fast gar nicht mehr bewegen. Also das war Quatsch. Also ich
bin näher rangegangen, läuft jetzt auch fantastisch, super, passt schon. Hier mache ich provisorisch einen Weichenschalter ran, der kleine blaue hier unten, die meisten von euch werden es ja kennen. Die werde ich später übrigens nicht verwenden auf meiner Bahn, das ist wirklich jetzt nur ein Weichenschaltpult, was zum Testen der Weichen ist oder für die Probefahrten, um das Ganze anzuwenden, um das auszuprobieren. Habe ich da jetzt angeschlossen, habe ich jetzt die Kabel abisoliert und dann das Ganze jetzt hier noch mit der Hauptstromversorgung für die beiden Weichensteuerungen links und rechts daran gemacht. Genau hier an die Seite ran, wie gesagt, die meisten werden es ja eh kennen. Und an den Märklin-Trafo rangegangen. Und jetzt kommt der Test als nächstes. Übrigens, oben rechts das 3X. Ich hatte es schon in anderen Videos erwähnt, das Video läuft Dreifachgeschwindigkeit. Hier habe ich es mal eingerahmt. Da sehen wir, wie das gerade bewegt. Einmal nach links und jetzt gleich nochmal nach rechts. Zack, gerade noch im letzten Moment gesehen. Jetzt kommt der Teil 2, der Weichenumbau. Das heißt, ich habe jetzt auf der oberen, auf den oberen Halbkreis, ja, da hinten rechts sehen wir es hier. Das ist ja der, den ich ganz am Anfang gebaut habe. Ich glaube, im dritten Teil oder sowas fing das an. Und das ist ja eine Kurbenweiche. Hier sehen wir sie gerade liegen. Hier öffne ich jetzt den Originalantrieb, mache also die Verschalung auf, da sehen wir jetzt das Innenleben und das wird jetzt abgeschnitten mit einem Cutter, ganz normal, abgeschnitten, fein säuberlich und hier sehen wir den Antrieb in der Loop, wenn man genau hinguckt, sieht man auch den kleinen Antrieb da oben drin. Ja, ist ein bisschen schlecht zu sehen, hätte ich vielleicht, ja, noch größer geht ja eigentlich gar nicht. Und jetzt mache ich hier den Schaltdraht, der durch die Platte gehen soll, hier oben erstmal heiß, um jetzt durch diesen kleinen weißen, wir sehen es jetzt gleich, da durchzumachen, weil der Originaldraht bei den Kurvenweichen, der ist ja extrem dünn, da kommt auch gleich noch ein Bild von. Hier habe ich ihn durchgepiekt, es war ein bisschen, ich habe da noch ein bisschen länger gebraucht, hier sehen wir auch, dass es schön funktioniert, muss ich ehrlich sagen, das ist wirklich ganz, ganz soft. Man muss natürlich genau durch die Mitte durchgehen, ansonsten passt das nicht. Hier sieht man es im Foto ein bisschen besser noch. Jetzt kommt, glaube ich, das Vergleichsbild gleich mit rein, wo wir den Originaldraht sehen und den von mir angebrachten. Hier nochmal die Funktionsprobe, läuft butterweich, wunderbar. Also da ist wirklich, ist okay. Also kann man super so einsetzen. Ich hatte nochmal rausgezogen, wir sehen, er ist jetzt wesentlich kürzer drin als vorher. Und ja, bewegt sich ein bisschen schlecht. Hier sehen wir, da oben ist der, den ich eingesetzt habe und unten drunter ist der kleine Originaldraht. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsunterschied. Der originale unten drunter, der passte in dieses Loch von diesem weißen Stift rein. Und oben, das musste ich halt so groß brennen, dass es genau reinpasst. Da habe ich mich also absichtlich auch für das Durchbrennen mit dem Heißmachen entschieden. Bei Durchbohren, oh, ich bin ehrlich, das ist so empfindlich alles. Das bringt es echt nicht. Also da guckt man mit dem Feuerzeug und den Draht heiß machen wesentlich besser. Hier oben die beiden schon mal in meinem anderen Video erwähnten Stromgleise, die ich hier mit einsetze. Ich möchte ganz einfach, das wird zwar kein klassischer Tunnel werden hier hinten, aber ich möchte hier hinten die Fehlerquellen, da wo ich schlecht rankomme, so weitestgehend ausmerzen, dass ich aufgrund von irgendwelchen Stromproblemen ja da schlecht rankomme irgendwann. Hier bohre ich jetzt übrigens das Loch für den weichen Antrieb. Wir sehen die Feder da, ein kleines, diesen Federstahl, ein ganz kleines bisschen so schräg nach hinten leck, links nach weg gehen. Und das wird natürlich dann genau an der Stelle runtergebogen, wo ich jetzt das Loch bohre und das Messingröhrchen einsetzen werde. So, jetzt müssen wir gleich das Messingröhrchen da reinsehen. Das klebe ich dann auch wieder rein in das ganze Gebilde hier. Das sind übrigens zwei doppelliegende Platten hier hinten. Hatte ich glaube im zweiten Video mal gebracht. Ich komme langsam durcheinander schön, obwohl ich gerade erst mal das achte mache, aber ist ja egal. Man sieht es ein bisschen schlecht, dieses Messingröhrchen auf dem Kork. Ja, aber wenn man weiß, wo man arbeitet jetzt hier, sieht man es auch im Video ganz gut. Aber ist, denke mal, ausreichend, dass man jetzt hier klarkommt. So ein bisschen reingeschoben, dass der Kleber auch weiter unten ist. Trotz dieser Kanüle, die ich mir von meiner Frau übrigens bringen lassen aus der Praxis, kriegt man immer noch so einen riesen Tropfen da drauf. Ja, also da kann man wirklich, das ist ja bei der Spurzett wirklich alles so, so filigran. Das ist schon Wahnsinn. Ja, hier habe ich jetzt den Draht noch ein bisschen mehr so gebogen, wie ich es im Grunde genommen brauche. Ich habe noch einen kleinen Knick vorne reingemacht. Durchgefummelt.
Und jetzt ab durchs Messingröhrchen, man sieht es, wenn man jetzt nicht sieht, wo ich da gerade bin mit dem Draht, das würde man, glaube ich, gar nicht sehen hier im Video. Naja, ist egal. Ja, und jetzt folgt natürlich das Prozedere, das Ganze da durchzukriegen, auszurichten, reinzumachen. Ja, das ist natürlich wirklich Fummelkram irgendwo. Vielleicht hat noch einer einen Tipp, wie man es besser machen kann. Das war jetzt die Sache, die ich mir hier so ein bisschen ausgeguckt habe. Ein bisschen schwierig jetzt hier an der Kamera mit an den Armen von mir vorbei zu filmen. Jetzt teste ich nochmal, jetzt habe ich es zusammengeschoben. Das Problem werden vielleicht viele kennen von euch. Man schiebt die Gleise von Spur Z zusammen und dann hat man da so einen kleinen Absatz drin, weil man den nicht 100% wirklich in die Verbindungslaschen reingeschoben hat. Und dann spinnen die Loks an den Stellen, dann hopsen die. Gerade die kleinen BA89 oder die kleinen Diesel-Loks, das ist grausam, ist das. Also, puh, ja, da musst du echt aufpassen. Gerade in Stellen, wo man nachher nicht mehr richtig hinkommt, Gleise vorher schön sauber machen. Ich nehme ja mal diesen Gleisradierer, dieses Gummiteil, diesen Gummidingens dazu. Hier biegt sich leider ein bisschen noch hoch, das lässt sich aber an dieser Stelle gar nicht vermeiden, weil vorne rechts, da sieht man nicht jetzt hier, wo das Gleis, wo die Weiche angebracht ist, da ist das Gleis schon dran und hinten auch, also ich muss es dazwischen quetschen irgendwie, da geht das natürlich, wenn man ein bisschen hochbiegt, aber es geht gut, ich habe es alles hinbekommen, man muss ja noch ein bisschen drücken und machen, jetzt könnte es ein bisschen unscharf werden, jetzt habe ich hier erstmal einen manuellen Test gemacht, unten, indem ich die Feder bedient habe. Das Gleis ist natürlich noch lose, das liegt nur drauf, ist klar, deswegen wackelt es auch alles ein bisschen. Und hier habe ich jetzt schon den Kleber unter die Gleise gebracht und wische jetzt natürlich den überstehenden Teil oben ab. Wie gesagt, die Kleberreste, die so zwischen den Schwellen dann liegen, da kommt ja sowieso Schotter hin. Das ist ja nachher alles weg, ist kein Problem. Wichtig ist mir, dass die Gleise oben sauber sind, dann bin ich nachher auch mit dem Gleisradiere noch mal drüber ganz zum Schluss, um das alles sauber zu kriegen. Mitunter gehe ich auch mit einem ganz kleinen Schraubendreher noch mal rein und versuche da in dem Profil von dem Gleis das rauszumachen. Also ich gebe mir da schon recht große Mühe. Hier lege ich jetzt ein Klötzchen drauf, keine Sorge, das ist ein riesen Zwinger, aber es geht nicht anders. Die andere ist zu klein, die reicht nicht bis zum Gleis. Aber man muss sie ja auch nicht anquetschen, bis man das Ding dann durchgedrückt hat durchs Holz. Ne? Mal ein bisschen leicht andrücken, dann passt das schon. Und hinten auf der anderen Seite noch eine Zwinge rangemacht mit einem Hölzchen noch dazwischen. Und dann hinten noch zwei Pullen mit Kleber draufgestellt. Und im Grunde genommen war es das dann auch schon. Und dann hat es geklebt. Ich bin eigentlich so ganz zufrieden mit der Ecke gewesen. Läuft ganz gut. Ich habe übrigens schon mehr Material aufgenommen. Also es gibt schon wieder, mein Baufortschritt ist schon weiter, als wir heute gesehen werden. Das kommt dann im nächsten Video. Und hier nochmal der Hinweis, ja, den Antrieb, den habe ich dann später unten drunter noch gebaut und die Testfahrt im nächsten Video. Meine Freunde, ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt oder auf den Daumen nach oben klickt, da freue ich mich sowieso drüber, wenn man sich die Arbeit macht. Das ist immer ganz schön, wenn da jemand sich auch drüber freut. Und dann sage ich, macht schön gut bis zur 9. Folge, euer Aquapainter. Tschüss und ciao.